Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. Hier, schaut mal, liebe Camper, hier ist überall Rostumwandler drauf. Es ist ja in der Branche bekannt, dass wir absolut Premium-Unterbodenschutz machen. Weil da sind wir ja auch immer ganz gut ausgebucht. Ich will euch das mal zeigen. So, hier hat er schon angefangen. Komm, wir gehen mal nach hier vorne. Schaut mal. Das ist, so macht man einen Unterbodenschutz. Aber das kennt ihr ja. Ne? Immer wieder tue ich das mal zeigen. Ja, das ist ja, guck mal hier, seht ihr? Na, so macht man einen Unterbodenschutz. Der verfärbt sich hinterher noch, ne? Der bleibt so nicht. Ne? Und das ist richtig Arbeit, so ein Auto vorbereiten, abkleben, hinterher wird der gewaschen. Also da geht da schon richtig, richtig Zeit drauf. Und es ist, wie gesagt, Premium und nicht einfach nur draufgeklatscht. Mir hatte mal ein Kunde vor kurzem gesagt, hat unter Bodenschutz gemacht, die haben wir mit Sprühdosen gemacht. Ich bin bald umgefallen. So, wir haben heute einen richtigen Scheißtag. Ich habe draußen zwei Autos stehen. Kinders, die Elektrik ist so schlimm. In einem Auto ist alles drin. Neue Victron, neue Mastervolt. Ich sage, warum dann nicht alles mit Victron? Ja, die Kombi von Victron ist viel zu schwer. Habe ich die kleine von Mastervolt genommen. Und eine pure Katastrophe. Es geht so gut wie gar nichts. Ja, da Servo oder wie das Ding heißt, das geht an. Mehr geht auch nicht. Das nächste ist, dann kommt ein Hümer. Noch schlimmer, noch viel schlimmer die Elektrik und alles gebastelt und FI-Schalter da am Wechselrichter und da Kabel durchgeschnitten, von den Kabeln eine Brücke und wisst ihr was, so mit den, der Mann steht draußen mit dem Auto, ja dann bin ich ja jetzt 300 Kilometer umsonst gefahren, kann ich nicht für. Diese Autos gehen wir nicht dran. Lassen wir ein bisschen was über für die anderen am Markt. Ich gehe. Was soll ich jetzt an einem Auto machen, der so maßlos Probleme hat, wo alles verhunzt und kaputt ist und nicht nach Norm und Sicherung fehlen? Und das kann ich dir sagen, alles neu. Ich habe ihm gerade gesagt, ja wieso, ist ja jetzt alles eingebaut? Ja, ich sage, wenn eingebaut ist, warum läuft es denn nicht? Alles raus, alles wieder richtig, will ich gar nicht. Der hat gedacht, wir machen das jetzt fertig und heute Morgen, da warst du bei, ne, haben wir zusammen gemacht, der Hümer, ne? Es geht so nicht. Eine pure Lautsprecherkabel für Solar. Ich sag, was ist das denn hier für ein Lautsprecherkabel? Ja, das ist für Solar. Da gehe ich nicht dran. Der ist hauptsächlich gekommen, um die Mastervolt zu programmieren. Okay, können wir gleich das Lithiumprogramm alles reinmachen, mehr können wir nicht machen. Wenn ich zum Beispiel die Kombi anhabe, habe ich minus 40 Ampere. Habe ich den Kühlschrank ausgeschaltet, habe ich noch minus 20. Da hängen irgendwie Ladegeräte zwischen, Kühlschrank nicht richtig angeschlossen. Finger von lassen, weil der Florian kommt dann zu mir. Da spreche ich hier das letzte Wort. Ich nehme diese Autos nicht an. Das können andere machen und die müssen auch für diese Anlage dann haften. Und ich nicht. Wir sind ein Meisterbetrieb in der Branche. Ja, wir sind ein Meisterbetrieb und dementsprechend verhalten wir uns. Traurig genug ist es da schon, dass überall so eine Bude aufgemacht werden kann. Ob du Schreiner bist, ob du Bauarbeiter bist, ist egal. So, erstmal meine schönen Hemd in der Hose stecken. Ja, so, dann komm mal zu mir. Ich will mal zeigen, hier hat er schön abgeklebt. Seht ihr, hier muss auch alles abgeklebt werden. Ne? Das dauert, bis der dann alles abgeklebt hat. Guck mal, dann kriegt er heute Abend eine Vollwäsche. Es gehen da schon Stunden drauf. Ne? Es gehen schon Stunden drauf. Das Fahrzeug kommt aus Luxemburg für Unterbodenschutz nach WCS. Machen wir auch. Ach, ich weiß nicht was. 300 Fahrzeuge schaffen wir auch im Jahr. Ne? Ja, die Fahrzeuge stehen mehrere Tage. Aber ja, deswegen. Vielleicht 250, weiß ich nicht. Die ist ja ausgebucht, die Halle. Ne? Und ja, so sieht das aus, liebe Camper.
Aber wie gesagt, wir können nicht an so verfuschte, komm, wir gehen mal hier raus. So, wir können nicht an so verfuschte Anlagen arbeiten. Das geht nicht. Ne? Hier, unsere Bude ist immer voll. Doch, okay, wir sind soweit fertig. Liebe Camper, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt lieb. Morgen zeigen wir euch den schönen Morelo, der so richtig, richtig, richtig viel bekommen hat und mega autark ist. Den zeigen wir euch morgen. Ganz edel gebaut. WCS-Standard. Daumen hoch.